Heute haben wir die erste Aufnahme der Gitarre, die der Frank auf unserem Physis installiert hat und eingestellt hat. Wir haben jetzt die letzten Tage daran gearbeitet, um das Instrument richtig klanglich in den Raum anzupassen. Und heute demonstrieren wir mal, wie das Ganze im echten Leben sich anhört. Ja, schauen. Ergebnis wird auf jeden Fall spannend und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Ja, dann viel Spaß mit der Aufnahme. Thank you.
So, als erstes im Plein Jeu das beginnende Kyrie aus der Messe de Couvreau. Das Ganze jetzt mal als Jeu, als Grand Jeu, ohne Füße. Ohne 16 Füße im Manual. Das mit der besonderen Klangkrone haben, dann nehmen wir das Carillon aus dem Solo noch mit dazu. Jetzt eine Vorstellung der unterschiedlichen Trompeten. Erste mit der Trompete im Récit.
gleiche Stück im Start, jetzt mit der Premier Trompette, dem Récit und danach mit der Deuxième. Jetzt das Récit mit dem Krummhorn und dem Jeu doux in der Begleitung. Das nochmal. Ganze mit Tremolant. Das Ganze mit der französischen Oboe. Thank you.
Jetzt kommt das Krummhorn und im Bass die Terzen. Positiv Montre, Bourdon und Nazar und auf dem Hauptwerk die Trompete. In der Kombination mit dem Cornet. Nur die Terzen auf dem Positiv für das dritte Couplet. Wieder Flöten mit Trompete im Bass. Thank you.
Flöten und Krummhorn. Dialog für Lomok Suben auf dem Récit und im Positiv einfach nur Bourdon 8 Fuß. Das ist jetzt die Trompette aus dem Positiv für das 7. Couplet.
Dialog der Grangeuse mit den Zungen. Erste Couplet in Sanctus mit dem Plein Jeu, aber dem neuen, wie wir das jetzt gemacht haben, mit einem 16-Fuß. Also, Benedictus, und zwar mit Larigo und mit der Tias 1/5. Thank you.
einfach nur die Fonds für das erste Couplet im Akkord D. Bin ich mal gespannt jetzt.